Wir wollen uns in diesem Video mit dem berühmten Summenzeichen einmal beschäftigen, weil viele nicht wissen, was das ist und weil man das auch nicht unbedingt standardmäßig in der Schule lernt, aber dennoch im ersten Semester an der Universität oder an der Fachhochschule häufig benötigt. Ich fange mal mit einfachen Beispielen an. Wir haben hier mal die ersten sechs natürlichen Zahlen addiert. Und man sieht sehr schnell, wenn man hier bis sechs das hinschreibt, geht das ja noch. Aber wenn man so die ersten 20 natürlichen Zahlen hintereinander addieren will, dann wird das unter Umständen ziemlich lang. Und auch bei den ersten 6 ist das auf Dauer unbefriedigend, immer diese einzelnen Pluszeichen dazwischen zu schreiben. Deswegen hat man das berühmte Summenzeichen entwickelt. Und zwar wird diese Summe einfach so geschrieben. Und gelesen wird das Ganze: Summe über i für i gleich 1 bis 6. Dabei ist i der sogenannte Laufindex. I steht also symbolisch für diese natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dass wir bei 1 starten, wird hier unten angedeutet. Und dass wir bei 6 aufhören, wird hier oben angedeutet. Das ist das berühmte Summenzeichen, das einem großen griechischen Sigma entspricht. Das ist also der griechische Großbuchstabe Sigma und es wird gelesen, ich wiederhole noch einmal, Summe über i für i gleich 1 bis 6. Ebenso kann man zum Beispiel die Summe der ersten 5 Quadratzahlen hinschreiben. 1 Quadrat plus 2 Quadrat plus 3 Quadrat plus 4 Quadrat plus 5 Quadrat kann man so abkürzen, Summe über i Quadrat für i gleich 1 bis 5. Auch hier ist i wieder der Laufindex. Hier werden aber die Quadrate von i addiert. Also entspricht i Quadrat jeweils dem Quadrat einer natürlichen Zahl im Bereich von 1 bis 5. Also 1 Quadrat, dann 2 Quadrat, dann 3 Quadrat, dann 4 Quadrat, dann 5 Quadrat. Man fängt also bei 1 an, hört bei 5 auf. Man muss keineswegs bei 1 anfangen. Nehmen wir mal hier uns folgendes Beispiel vor. Wurzel 5 plus Wurzel 6 plus Wurzel 7 plus Wurzel 8. Das ist also die Summe von 4 Wurzeln von aufeinanderfolgenden natürlichen Zahlen. Bei 5 angefangen bis 8. Also schreiben wir dafür Summe über Wurzel n für n gleich 5 bis 8. Warum habe ich jetzt hier n genommen? Um einfach zu demonstrieren, der Laufindex muss nicht immer i sein, man darf durchaus auch mal andere Buchstaben verwenden. Übliche Buchstaben sind in dem Zusammenhang i, m, n und zum Beispiel k. Das sind so die üblichen Buchstaben, man kann natürlich auch noch andere verwenden. Summe über Wurzel n für n gleich 5 bis 8, das ist das. So, jetzt fangen wir mal mit dem Summenzeichen an, also Summe über k mal k plus 1 für k gleich 0 bis 3. Da müssen wir also für k mal k plus 1 in diesem Term hier, der hinter dem Summenzeichen steht, nacheinander 0, 1, 2 und 3 einsetzen. Das machen wir mal. 0 mal 0 plus 1 plus 1 mal 1 plus 1 plus 2 mal 2 plus 1 plus 3 mal 3 plus 1. Da kommt insgesamt raus, 1 mal 2 sind 2, 2 mal 3 sind 6, sind zusammen 8, plus 3 mal 4 sind 12, sind zusammen 20. Die 0 hier liefert ja nicht wirklich viel dazu. So, man kann auch die obere Zahl hier, oberhalb des Summenzeichens, mit einer Variablen belegen, in diesem Fall mit n. Man muss allerdings dann darauf achten, dass man dieses n nicht als Laufindex auch hier verwendet. Wenn wir also schreiben Summe über i für i gleich 1 bis n, dann ist das hier eine symbolische Abkürzung für diese Summe. 1 plus 2 plus 3 und so weiter bis plus n minus 1 plus n. Und Karl Friedrich Gauß hat bereits als 9-jähriger Schüler entdeckt, dass man für diesen Ausdruck hier eine Abkürzung schreiben kann, dass also die Summe über i für i gleich 1 bis n nichts anderes ist als n mal n plus 1 halbe, und zwar für alle n Element n. Ebenfalls für alle n Element n, das schreibe ich hier auch mal hin mit dem Allquantor. Der Allquantor sagt ja aus, dass etwas für alle gilt, die hier hinterstehen, nämlich in diesem Fall für alle n Element n. Die Summe über i Quadrat für i gleich 1 bis n, also die Summe der Quadrate der ersten n natürlichen Zahlen, das ist nichts anderes als n mal n plus 1 mal 2n plus 1 Sechstel.
Natürlich muss man solche Aussagen, wie sie hier stehen, beweisen. Und dafür gibt es ein schönes Beweisverfahren, nämlich das Beweisverfahren der vollständigen Induktion, das wir uns in anderen Videos demnächst einmal anschauen wollen.